Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ich habe hier was ziemlich Cooles gefunden, und zwar 11 Sterne. Das ist doch mal was, oder? 1,1 Sonnenmasse, 1,1 so eine Radie. Wow, coole Sache, Parker. Wir sind immer noch in unserer Region, wo es so viele von denen hier gibt. Heliumreiche Gasriese. Hier ist was Terraformierbares. Ich habe schon gescannt. Das ist auch heliumreicher Gasriese. Hier ist terraformierbar. Helium, Helium. Ihr seht schon, hier geht es wieder heliummäßig total ab. Was interessant ist, ist hier. Und zwar hier mal wieder diese Kombination: ein heliumreicher Gasriese und ein Mond. Auch ein heliumreicher Gasriese und ja, sogar wieder ein Mond. Coole Sache. Es kommt noch besser. Wenn ich jetzt hier mal draufklicke, auf den Ring, das sind wir hier, ziemlich kleiner Ring, nur 60.000 Kilometer. Der ist schon ein bisschen größer, 300.000 Kilometer. Und dann hätte man hier noch einer mit 7,6 Millionen Kilometer. Und das Coole ist, den sieht man. Und das Mega-Coole ist, guck mal, was da drin ist. Oder was man hier. Also der ist nicht drin, die Ekliptik ist von dem ein bisschen anders da. Da ist ein heliumreicher Gasriese, das ist der andere Mond. Und der ist hier nur auf einer mega genialen. Was bist denn du? Du bist der Mond vom Mond. Genau, du bist der Mond vom Mond. Und ja, irgendwie ist das sehr geil, irgendwie. Finde ich doch. Und ich würde sagen, dass du mal doch auf jeden Fall Danny hier scanne. Und dann könnte man mal gucken, ob man auf dem Mond lande. Das ist doch bestimmt eine schöne Aussicht. Wenn man da schön die Stelle findet. Guck mal hier, das Ringsystem. Es ist jetzt nicht so beeindruckend, weil der Ring ist relativ schmal hier. Oder so. Er kommt schmal rüber, aber zumindest sieht man mal was. Also ist jetzt bei weitem nicht so eindrucksvoll wie dieser andere Ring, den uns so der Ossi geschickt hat. Natürlich nicht, aber das ist doch schon mal was. Ich meine, das haben wir viel zu selten, dass man da mal einen Ring hat, der so riesiger Ring ist, der überhaupt sichtbar ist. Ja, eigentlich wollte ich ja nichts aufnehmen jetzt, weil leider in dem System ist noch ein Planet, der terraformierbar gute 80.000, 87.000 Lichtsekunden entfernt. Ja, nun ja. Aber den Anblick hier, den konnte ich euch nicht vorenthalten, natürlich. Eventuell war das doch so ein bisschen zu optimistisch, aber naja. Better safe than sorry. Passt doch. So, dann können wir mal gucken. Dringend eine Mauer mit. Oder umschalte. Und dann können wir doch hier schon mal ein Bild machen. Nein, nein, nein. Still. Still. Nicht Gas geben. Schon ein bisschen weiter weg. Das ist erstmal so. Gut, dann. Moment, wo ist er? G. Oh, Hotspots haben wir auch ein paar. Interessant. Und der andere Ring, den brauchen wir wahrscheinlich gerade versuche zu scannen. Das funktioniert bei einer riesigen UE nicht. Aber wir versuchen zu landen. Moment, haben wir da überhaupt landbar? Ich hoffe es auch, ich habe es gar nicht drauf geachtet. Ja. Ist sogar landbar mit einer Atmosphäre, aber das ist uns gerade egal, weil mir kommt es erstmal nur auf den Blick an und nicht, wo man da genau landet. Wenn man da, wo man landet, was findet zum Aufsammeln, können wir das gerne mitnehmen. Also, falls es hier Biosignale gibt, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Aber primär ist das Augenmerk, upsa, auf. Sieht cool am Himmel aus. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Moment. Wo sind die dann? Hallo? Und ich habe noch keine Checkung oder was. Da hinne. Okay.
Ah ja, Moment, Moment. Ja, Moment, Moment, Moment. Da muss ich ein bisschen Anlauf nehmen, sozusagen. Muss hier ein bisschen weg momentan. Das funktioniert noch nicht. Eventuell haben wir da auch gar keinen so schönen Blick, also dass wir alles zusammenkriegen, aber wir gucken, was geht. Also ungefähr 2 Lichtsekunden. Dann müssten wir genug Luft haben. Ja, also das müsste eigentlich reichen. Nein, okay. Okay. Die sind zu weit auseinander. Nope, das funktioniert nicht. Dann würde ich aber sagen, machen wir das so, dass wir uns den großen Ring angucken. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir da überhaupt davon sehen mit der Atmosphäre. Keine Ahnung. Ja, die 2 kriegen wir leider nicht. Wenn man dann aber hier zum richtigen Zeitpunkt hinkommt, ist das dann aber auch bestimmt cool. So, warte mal. Ja, ich glaube, da reicht einer. Wir gucken morgen auch gerade, ob es Biosignale gibt. Da müsste man dann doch nachts landen. Auf der Nachtseite wahrscheinlich, damit man irgendwie überhaupt was sehen, weil ich glaube, vor allem der äußere Ringdom, der wird gerne mal von der Atmosphäre geschluckt. Bakterium Conjure Atussok, okay. Nur gut. Müssen wir nachts landen, ja. Sogar hier drin eventuell. Das könnte funktionieren. Das sieht natürlich nichts. Das ist natürlich gar nicht geil. Ja, wir probieren es einfach mal in dem Krater, nicht unbedingt. Möchte hin. Na, guck mal, Döne. Da ist wird direkt was von unserem Raumschiff abgeblockt. Ach, guck mal, hier sieht man jetzt sogar die Ringe ein bisschen besser. Da ist noch ein Teil dran, den man gar nicht so sieht. Interessant. Ja gut, hier sieht man relativ wenig. Dann bleiben wir gerade mal hier. Und ja, ich glaube, da gehen wir mal nur von der Aussicht aus. Und Tusok will ich auch, glaube ich, nicht so sammeln, wenn es dunkel ist. Da kann ich mal, glaube ich, spaßigere Dinge vorstellen. Auch cool, Kumo, ja, das funktioniert. Das sehen wir momentan nichts. Na, lassen Sie erstmal landen. Gut, dass mir hier so eine Anzeige hat, wie hoch man ist, weil ziehen tut man nicht wirklich viel. Da, wir sehen etwas, wir sehen Boden. Ja, nee, komm, da sammeln wir mal nichts, das ist ein bisschen zu.
Das war zu doof. Dann schneiden wir mal aus. Also zu heiß ist es hier jetzt auf keinen Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Cool, eventuell. Aber da irgendwas dahinter kommen. Man sieht es am besten, wenn man so ein bisschen nach oben guckt. Dann jetzt sieht man den Ring. Eventuell müssen wir nicht aus oder mehr laufen oder hinten in der Schatten. So, ich hoffe, dass es kein Monster kommt wie bei Pitch Black. Ach komm. Ja, das funktioniert besser. Naja, Pitch Black ist es ja nicht, das ist gut. Naja, Komodo. Das ist doch nicht schlecht, oder? Das ist doch nicht schlecht hier. Das macht sich jetzt als Thumbnail nicht so gut, weil es so dunkel ist, aber so rein vom Anblick hier ist das, finde ich, das mega geil momentan. Das sollte man, also sowas Cooles sollte man auch noch nicht. Und jetzt muss man sich noch ins Gedächtnis rufen, das sind keine normale Gasriese, das sind heliumreiche Gasriese. Alle beide. Das ist eine Rieseringe. Cool. Das ist mega. Und dann haben wir auch noch Glück, dass der Mond quasi eine, ja, höhere Inklination hat von der Umlaufbahn samt Mond, dass man dann so quasi dann auf den Ring hier auch drauf gucken könne von dem Haupt heliumreiche Riese. Hier ist man ja relativ an der Ebene. Was da ist natürlich geil. Gefällt mir. Definitiv. Also da haben wir was Cooles gefunden. Das ist sehr schön. So ruhig hier. Keine Monster zu sehen. Das Schiff blinkt ein bisschen. Ja. Wenn ich hier soll, es Licht auslassen. Das wäre noch besser gewesen. Ja, aber coole Sache, Parker. Das. Sehr cool, sehr cool. Ah, das Cockpit ist noch zu hell. Da blende uns die Instrumente, beziehungsweise das Setup-Display. Oh ja, genau. Das andere sind eigentlich auch Schäfermonde. Moment, wieso ist. Ach so. Moment, wieso ist nur CDEF ein Helium? Ein Schäfermond und die andere. Ach, die sind wahrscheinlich vor dem anderen Ring oder so. Ja, das kann auch sein. Gut. Gut, 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 gut. Dann müssen wir jetzt leider noch ein. Ne, wie gesagt, die Geosignal ist mir das egal. Und die suche ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht Hauptaugenmerk von unserem Vorhaben hier. Wir müssen doch hier hin. Der ist noch terraformierbar.
Ach, guck mal, da sind wir sogar schon in die richtige Richtung. Das ist ja auch nicht schlecht. Höhe minus 1. Hilfe. Okay. Ja, da müssen wir vorher mal abbrechen. Ich würde sagen, da fliegen wir einfach so hin. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Schwung aufgenommen. Neuen zünden wir noch einmal. Ja, das passt noch. Das passt noch. Wo zum Überblick, wo wir auf der Karte sind. Das kann ich hier schon mal wegmachen. Und wie man sieht, habe ich hier noch eine Handvoll Bookmarks. 5 Stück sogar. Sogar eine Handvoll. Passt. Die fliegen wir noch ab. Und dann haben wir ungefähr die Hälfte. So ungefähr ein bisschen mehr. Weil wenn man hier jetzt mal gucke. Wir haben ja gerade ein bisschen Zeit zum Rumspielen. So. Moment. Irgendwie hakt er momentan wieder. Naja. So, jetzt da. Jetzt da. So, wenn er dann gucke, da geht momentan, wir haben momentan Bookmarks bis 53. Und wenn man hier runter scrollt, hier hätten wir bei 60, 70, 80, ja, bis 98. Also hätte man noch ein bisschen was zu tun. Und ich werde hier fast sagen, womit haben wir die doch schon? Ja, den haben wir schon, okay, cool. Ja, ab 66 geht es dann weiter. Und ich würde gerade sagen, ja, mache dort trotzdem noch ein paar mit, weil das sind ja schon richtig coole Sachen, wo man da finde. 58, 59, die Nummer 6 brauchen wir auch noch. So, dann gerade noch die 60 markiert. Weil irgendwie, ja, wir finden hier Gasriese, die Monde von Gasriese sind. Mir finde coole Ausblicke noch und nöcher. Also. Da können wir uns gar nicht beschweren. Und das wird doch schon fast rechtfertigen. Ja, Temperature Critical, Treibstoffreserve bei 25%, da ist noch drin. Keine Angst. Da geht noch was. Das müssen wir, glaube ich, noch ausnutzen, dass wir hier sind. Ich habe mir jetzt geguckt, oder der Ossi hat mich gefragt gehabt, wie viel heliumreiche Gase ich bis jetzt hat. Es war, glaube ich, 170. Und also zu dem Zeitpunkt 170. Und die Hälfte von der haben wir jetzt schon allein in dem Boxel hier gefunden. Also da geht noch was. Weil da haben wir ja jetzt hier, sind, glaube ich, 6 Gasriesen, allein heliumreiche Gasriesen in einem System. Denn da können wir schon ein paar schöne Funde machen. Und eventuell mal evaluieren, weil dieses Gasriese, heliumreicher Gasriese, umkreist heliumreicher Gasriese, ist es ja selten, aber ist es nur selten, weil es so wenig heliumreiche Gasriese gibt? Das ist die andere Sache, weil das war jetzt schon unser dritter. Glaube ich. Also ich hatte schon ein paar, wo ich jetzt nicht aufgenommen hat. Ich glaube, das war's, war der dritte. Insofern, da können wir gerade mal ein bisschen Gas geben. Ja, ist gut. Alles gut. Main Fuel Tank Low, das weiß ich, sehe ich. Aber der nächste Sprung, das sind nur ein paar Lichtjahre und da können wir bestimmt tanken.
das habe ich zuletzt noch mal. Zuletzt habe ich es ja mehr übertrieben. Da war wirklich nur noch so ein paar Pixel hast du im Haupttank gesehen. Da war ich beim zweiten Stern im System ankommen und konnte ich dort tanken. Der war auch ein bisschen weiter entfernt. Da habe ich öfter schon mal super großen Antrieb gezündet. Und ja, hat dann geendet, dass wirklich nur noch so ein paar Pixel im Tank waren. Aber ich wusste ja, der zweite Stern, der ist tankbar. Da war eigentlich auch alles okay. Da war zwar nur ein paar Pixel drin, aber die Hauptleiste over, also das, was aktuell im Tank ist, dieser, also im Systemtank, der wo gerade verbrennt wird, da, der war noch fast ganz over. Insofern, alles gut. So, Aufprall, ich glaube nicht, Tim. So, okay, das müsste eigentlich passen. Also, das haben wir schon weggemacht. Und dann sag ich, können wir denn hier nehmen? 70 Lichtjahre, G-Stern, das ist okay. Ja, guck mal, da brauchen wir auch kaum nennenswerter Sprit. Sehr cooles System, gefällt mir. Und ich würde sagen, allein wegen diesem Boxel hier muss ich mir wirklich mal angucken, was wir Carrier lesen. Weil die Daten hätte ich dann gerne gesichert. Die, wo du alles entdeckt hast, das wäre schon cool. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, mir ist ja schon ein bisschen was zu tun. Und ja, aber das können wir dann auf jeden Fall machen, dass wir dann danach ein Dings ansteuern. Schon wieder 47. Also hier sind oft ziemlich, in Anführungszeichen, viele Sterne im System. Ach, Planeten im System. Und das hier? A2NNs? Ein Gasriese schon oder was? What? Okay, da müssen wir mal. Ja, viele Bios kriege ich schon angezeigt. Ja, das ist wahrscheinlich wieder diese Ammoniak-Aura. Ja, und das sind wieder die. Danach suchen wir. Das gefällt dem Bordcomputer jetzt wieder. Kram weg, bitte.
Okay, dann schauen wir mal. Wir, ach so, oh, das sind einfach nur Planete mit Ringen, die so nah dran sind. Okay. Yep, wird aber nicht als als nahe Orbit angezeigt. Dafür ist der Stern ein bisschen klein. Was haben wir hier? Gasriesen der Klasse 2. Die haben wir hier, die mache ich ja Gasriese. Wir hätten irgendwo Biosignale viele. Ne, 8, 7. 7E. Das können Stusen. Ja, Ammoniak. Ne, keine Interesse. Nicht mit dem Raumschiff. Okay, da heiße Jupiter ist hin am Dreier. Interessant. Du bist schon mal heliumreich. Und du, oh. Na, doch nur 1,8G. Hochmetallhaltige Welt. Geologisch. Helium-Atmosphäre. Warte mal, Gasriesen 2, 3, Heliumreich. So, ein bisschen was mitnehmen noch. Jetzt ist ganz schön der Überlade. Jetzt haben wir da Sprit. Upp, das war ein bisschen viel, aber das ist gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Oh. Der Ring will ich auch nicht drin fliehen. Müssen wir bei uns am Swing by ein bisschen aufpassen. Du mal schön abbremsen. Ah, das war doch fast wie geplant, oder? Das da. Das war mega. So, dann düsen wir mal schnell auf die andere Seite. Dann hauen wir halt hier inneren und hauen wir hier inneren. Dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ja, ein bisschen besser Ziele können mit dem Dorn. Oder? Ja, ein bisschen besser als ich Ziele wollte. Ah, nee, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, damn it. Ja, der Amateur ein bisschen komisch geschossen. Na, anyway, das müsste eigentlich reichen. Dann können wir hier schon mal da noch einen drin schicken. Jo. Zack, das ist nur ein Ring, so wie es ausschaut, oder? Stimmt. Jo. Ziemlich großer Hotspot. Painit, wer will? Wer hat noch nicht? Okay, dann kommen wir gerade hier hin.
Ich würde sagen, einen Sprung machen wir noch, oder? Ja, dann einen Sprung. Den kriegen wir noch hin. Schröder 40, Awei. Furchtbar. Also irgendwie ist so viele Systeme mit so vielen Sternen, also das ist auch selten, dass wir das machen. Und da haben wir auch schon die erste heliumreiche Gasriese. Zwerg scheinbar als erstes Objekt im System. Oh, okay. So, noch einer. Haufe binäre Pärchen als Mond oder was? So, okay. Also, wir haben hier ein Jo. Brauner Zwerg, Höllenwelt, was bist du? Gasriese Klasse 2. Heliumreicher Gasrisiko, ganz kleiner, das wär's doch. Gasriese Klasse 1, Heliumreich 1, Heliumreich. Eins. Heliumreich. Und noch eine große Eiswelt. 7,6 G, aber nicht landbar. Guck mal, der ist ganz klein, denn. Ne? Nein, das ist Klasse 2. Der du. Den würde ich da noch mitnehmen hier im System. Und ja, dann haben wir es auch schon, würde ich sagen. Kommt denn da, da fliegen wir noch hin. Das machen wir noch ganz fix. Ja, dann fliege ich noch die Tage oder morgen ein paar andere Bookmarks an. Und ja, ich denke, also momentan bin ich der Meinung, dass ich mal noch mehr Systeme hier angucke, weil, also, mir finde ich wirklich mega geile Sache.
Das sollte man dann eigentlich ausnutzen. Kann aber sein, dass sich meine Meinung noch ändert. Vielleicht lassen wir auch einen Anstandsrest. Gucken wir mal. Ah, ihr würdet das doch all abklappern, oder? Ossi und Columbus doch sowieso. So, Moment. Kommt da. Flieh mal lieber auf die andere Seite. Das ist einfacher. Ossi wird hier doch eh kein Steinhof um andere losse. Columbus wird so manches System kolumbifizieren. Der Franklin wird alles kaputt machen. Die Planet in die Monde trüge. Nee, ist hier ganz friedlich, ja. Wird wahrscheinlich überall wie so Eichhörnchen das fränkische Bier lagern. Damit man überall was hat. Das ist ein insgesamt ein gutes Stichwort Bier. Ich glaube, ich brauche auch noch mein Samstagabendbier. Aber don't drink and fly machen wir dann später auf der Couch vom Fernseher. Jo, super, super. Doch, guck mal, also Hotspot, Platin Hotspot. Nice. Gut. Da sogar Mond. Dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Haben wir doch wirklich was Cooles gefunden, auf jeden Fall. Da geile Aussicht, das ist nicht schlecht. Ja, bei Maxmo geht es hier irgendwo auch in diesem Boxel weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Insofern wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Vielleicht habt ihr auch einen Brügetag und ein langes Wochenende. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.